Ein Willkommen zurück hier bei Zelda. Ja, im letzten Part, wie immer beim letzten Part, habe ich was versucht, ging aber ein bisschen schief, weil ich Trottel es nicht versucht habe, es anders zu lösen. Naja, das Schwert in der letzten Folge konnte ich rausholen, dazu war ich auch fähig, nur habe ich mir das Ganze, vorne nur betrachtet. Ich wollte vorne das Schwert irgendwie rausziehen, aber man muss das irgendwie von der Rückseite rausziehen, was auch immer. Wie das klappt, werde ich jetzt gleich sehen. Danke erstmal an die Info an euch hier draußen, ihr habt mir da geholfen und in den Kommentaren schön gepostet. Sowas gefällt mir immer wieder, weil, ja, bis wenn ich das rausfinde, ist der Tag schon dreimal um. Und ja, dann gehe ich halt mal nochmal hier rein. Ich vermute mal, ach, hier kann ich leider noch nicht, ne? Ich vermute mal, ich muss jetzt wieder alles von neu machen. Also ich muss neu diese Dinger suchen. Diese komischen... Oh, Scheißvogel, komm her. Ja, diese komischen Typen da suchen. Hier vorne, 100%. Das war aber auch eine Herausforderung, ganz ehrlich. Och, ne. Willkommen in den verlorenen Wäldern. Glaubst du, du kannst mir folgen? Sieh genau hin. So, Konzentration pur, er ist unten. So, dann geht er nach links. Ja, und dann rechts. Gut. Den ersten müssen wir folgen. Bei den anderen dürfen wir den Dingern nicht folgen, die uns ansprechen. Also genau das Gegenteil. Aber das war hier schon mal richtig. Ist ja easy going. Erstes und zweites Level, sage ich mal, ist ganz easy. Aber das dritte ist schon ein bisschen heavy. Oh, du hast es geschafft. Ja, dann machen wir es diesmal andersherum. Und beide darfst du nicht folgen. Okay, komm. Dann zeige mal, was du drauf hast. Jo. So. Einer ist oben, einer ist unten. Einer ist links, einer ist rechts. Einer ist oben, einer ist unten. Okay, ich darf runter. Weil der eine ist links rausgegangen, einer ist hoch. Und ich darf runter. Genau. War ja nicht so schwer. So, aber jetzt. Wenn jetzt alle vorhanden sind. Ah ne, nur noch 5. Dann ist das noch leicht. Weil letztes Mal waren es 6, 7, oder? Ja, okay, gut. Dann 3 Stück. Okay, gut. Dem dürfen wir auf jeden Fall nicht folgen. So, alle noch auf der linken Seite. Selbe Masche wie beim letzten Part. Das machen die zweimal. Auch auf links. Und danach mittendrin, beim dritten Versuch, verstreuen die sich. Okay. Ich darf runter. Ja, und es war richtig. Sehr schön. War beim letzten Part auch so, dass ich runterlaufen musste. So, da sind wir auch hier. Vögelchen, Häschen, alles vorhanden. Und ich muss hier... Ach, es ist so schwach. Ich bin einfach hier rumgelatscht, glaube ich. So, ich brauche den, ich brauche den, ich brauche den. Aber ich habe es nicht gepeilt, dass hier unten hinten so eine kleine Treppe ist, wo man einfach nach oben gehen kann und einfach A drücken kann. So, das Master Schwert. Komm, Link, zieh es nach oben, zieh es. Schau dir es an und es ist, du hast das Masterschwert erhalten. Bei vollen Herzen sendet es strahlende Attacken aus. Oh dear. Sehr schön. Immerhin etwas jetzt geschafft, dieser ganze Tortur. Sakati, Sakati! Das ist der Sahasala. Das Schwert, das du in den Händen hältst, ist ein Masterschwert. Durch die Kraft dieses Schwertes kannst du die Barriere um Schloss Hyrule aufheben. Uns läuft die Zeit davon. Los, los, Sakati. Eile zu Schloss Hyrule. Ach so, stimmt, das Schloss ist ja in so einem komischen Bann gefesselt. Also alles irgendwie schwarz und krebsaugenfarbenmäßig unterbunden alles. Und ja, mal gucken, ob ich das so befreien kann alles. Was war das? Nix, okay. Gut, wie wäre es eigentlich? Ja, Moment. Ich habe das jetzt hier alles geschafft soweit. Aber den komischen Typen habe ich jetzt nicht gefunden, ne? Das war eigentlich mein erstes Ziel, diesen Typen da zu finden, der einfach abhaut jedes Mal.
Den habe ich aber nicht gefunden. Boah, das Schwert ist der Hammer. Zack. Oh, hier komme ich nur mit X durch. Zack. Ja, yeah, jetzt komme ich hier aber nicht durch. Mist. Geil. Zack, zack, zack. Geht doch. Eigentlich mal ein richtiges Schwert hier. Oh, ein Bienchen verfolgt mich da. Ein kleines Bienchen. Oh, scheiß. So, dann gehe ich mal hier lang. Da. Ach so, nur bei vollen Herzen. Genau, war das ja. Ich brauche noch ein Herz, dann kann ich diesen Special-Modus da nehmen. Bäm, guck mal, wie stark ich bin. Ich zerfetz alles hier. So. Genau, hier war ich noch nicht. Das war hier. War ich hier unten? Nee, gell? Geh ich mal runter. Wow! So. Was gibt's hier so Schönes? Ich glaube, ich war hier, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her. Wow! Hier war ich auf jeden Fall nicht. Yeah! Hier war ich, genau. Da oben musste ich hin. So, perfekt. Sehr schön, das haben wir auch erledigt. Mal nebenbei einfach einen Herzcontainer gefunden, beziehungsweise ein Herzteil. So, aber wo ist der komische Typ? Der ist noch nicht da. Was ist das? Das war... Ach, die verstecken sich auf dem Gras. Krass. So. Ja, da oben ist er auf jeden Fall nett. Ich gehe da mal einfach mal hier entlang. Du scheiß Viech, ey. Ich hatte volles Leben und jetzt hast du mir eins abgezogen. Zack. 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 Ey. So, ich brauche jetzt mal ein ganzes Leben. Das wäre sehr schön. So, zack, komm. Ah, das Schwert ist verdammt geil, also muss ich echt sagen. Ey, Moment mal, wo gehe ich überhaupt hier entlang? Ich muss da unten lang, oder? Ach nee, ich muss andersrum. Oh, ich bin so verpeilt gerade. Du Scheißviech, ey. So, dann gehen wir mal runter ins Getümmel. So, hier entlang. Also müsste ich hier doch alles, sag ich mal, ab und zu auch zerfetzen, weil die Viecher können sich ja überall verstecken. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, die verstecken sich nur an den Wänden oder. Wo ist das? Boah! Boah, aber kassiert. So, kein Zweifel. Dies ist wahrhaft das Masterschwert. Nur mit diesem Schwert kannst du die Barriere durchbrechen. Verliere keine Zeit. Du musst dieses unheilvolle Zauberei zerschmettern, Sakati. Zack! Bäh, mein Freund. So geht das. Lärm vom Meister. So, gut gemacht, Sakati. Erstaunlich, erstaunlich, dass du eine derart starke Barriere einfach zu durchbrechen konntest. Aber es ist noch nicht geschafft. Schnell, finde Prinzessin Zelda. Möchtest du das Spiel vielleicht zuvor noch einmal speichern? Nur zur Sicherheit. Jo, gerne. Speichervorgang. Danke, danke. Immer schön speichern. Jo. Nun denn, brich jetzt auf und finde Prinzessin Zelda. Du kannst es schaffen, Sakati. Ich glaube an dich. So, es wäre schön, wenn ich hier noch ein Leben finde. So, komm, ihr Scheißviecher. Ich glaube, am Ende verliere ich hier noch ein Leben. Ja, hab ich gewusst. Du Scheißviech, ey. So, nix, kein Leben. Ich bräuchte noch eins, dann wäre das richtig geil. So. Dinger sind ja überall, ey. Oh, yes. Nein. Boah. So, geht doch. Dann gehen wir mal rein. Überall sind gefährliche Soldaten jetzt auch. Also so ein Zuckerschlecken wird das jetzt hier, glaub ich nicht. So, komm her. Nein, andersrum. Andersrum. So, sehr schön. Moment. Ist hier jetzt was? Ein Rätsel oder? Nee.
Das ist einfach nur Deko. So. Hier kommt einer raus, oder? Hä? Wieso kommt er nicht raus? Ich seh dich doch. So. Zack, zack, zack. Sehr schön. Prinzessin müsste hier sein. Also, falls sie noch immer hier ist. Die ist natürlich nicht mehr hier. Wäre zu schön gewesen, was? Die haben keine Chance, ey. Die haben einfach gar keine Chance. Wow. So. Mann, geht das schnell. Zack, zack. Ja, aber Moment. Hier geht's auch entlang, ja. Da rechts ist wieder so ein Soldat. Oder sieht das nur so aus? Ich weiß es nicht. Ja, was mach ich jetzt? In den Wänden kann ich auch nicht rein. Hey, hier stimmt was nicht. Oh, du scheiß Viech, ey! Gib mir ein Leben jetzt. Dann gehe ich mal hier lang. Du Scheißviech. So, da unten ist eine Truhe. Wo geht's hier lang? Ach, da drauf, stimmt ja, hier geht's ja auch noch lang. Boah. Gib mir jetzt ein Leben. Hier kann man öffnen, da unten. Aber ich glaube, die Prinzessin ist hier drin. Sieht alles so demnach aus. Schloss Hyrule. Ach nee, hier fängt es erstmal richtig an, oder was? Hallo, böser Mann, ich will dir nichts antun. Boah, was ist das für ein Radius? Ach du Scheiße! Ey, ich sterbe. Jo, genau, hier sind überhaupt keine Herzteile, Mann. Nee, ich sterbe. Ich habe keine Chance. Der zieht ja mir ja einen Container einfach mal weg. Einen Herzcontainer. Mist! Jetzt muss ich alle Sachen wieder neu holen. Fortsetzen, ey. Verdammte Scheiße, Mann. Lass schon mal was. Ja, ja, klau mir alles. Ein Verlies zu starten ist Schwachsinn, oder? Oder? Theoretisch? Ja. Aber ich starte mal wieder von hier. Weil vielleicht brauche ich doch nicht alles. Boah, ich habe keine volles Leben hier. Egal, ich zerfetze den jetzt so schnell. Ich glaube, mein Schwert müsste aufgefüllt sein. Das stimmt. Ja, das geht nicht so. Boah. Mein lieber Scholli, was war das denn jetzt hier? Und keiner droppt ihr Leben, das gibt's doch gar nicht. Boah, noch ein Treffer, dann bin ich weg. Also, beziehungsweise zwei. Und keiner gibt mir Leben hier, das gibt's doch gar nicht. Keine Truhen, kein gar nichts. Boah. Ich hab kein Getränk, überhaupt nichts. Naja, schön, dass es nach oben geht hier, aber wie wär's hier mal? Ja, das war's. Was soll ich machen? Ich hab kein Leben. Game over. Start dein Haus. Ja, ich hol mir da auch mein Zeug. Dann mach ich erstmal einen Cut. Und im nächsten Part konzentrieren wir uns mal ein bisschen mehr auf diesen Dungeon. Und dann klappt das auch. Das war jetzt hier so ein bisschen spontan. So, gut. Ja, wie gesagt, im nächsten Part schauen wir uns auf jeden Fall den Dungeon nochmal an. Beziehungsweise das Schloss ist ja jetzt ein Schloss und da drin ist die Prinzessin, ich muss sie retten, wird wahrscheinlich wie immer schief gehen. Jo, mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Ja, da würde ich mal sagen, ich beende hier erstmal den Part. Falls euch der Part gefallen hat, Daumen hoch, würde ich mich immer wieder freuen und ja, bis zur nächsten Folge, euer Zakatiès.